Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind wieder am Start mit der allseits bekannten und beliebten Serie. Und die letzte Episode ist gut bei euch angekommen, über 1000 Likes. Ich bedanke mich recht herzlich, habe mich riesig gefreut. Vielleicht schaffen wir es ja auf dieser Episode auch wieder. Also, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ist für euch nur ein kleiner Klick und für mich die beste Unterstützung, die überhaupt möglich ist. Also haut einfach mal raus, würde ich mich extrem drüber freuen. Weitere Unterstützung möglich, Videobeschreibung, muss ich nicht mehr zu sagen. Was da alles verlinkt ist, könnt ihr ja sehen, wenn ihr draufklickt. Und heute geht es um einen Spieler, den ich in einem Loan Pack bekommen habe. Olé! Mal wieder ein hochgerateter Loan Spieler und ich wollte ihn schon, ja, doch ganz gerne ausprobieren und deswegen dachte ich mir, warum nicht in den 7 Minute Squads. Es geht um Sergio Kun Agüero. Sehr, sehr nicer Spieler. Wir haben hier gerade noch die falsche Formation. Allerdings werden wir die jetzt schon mal umstellen. Ich suche schon mal eine andere und dann suchen wir dann noch den Spieler und dann kann es schon direkt losgehen. Ich denke, Agüero ist der ideale Spieler dafür. 4-3-1-2 ist natürlich jetzt quasi das gleiche wie die Formation. Gerade mir soll es egal sein. So, damit können wir eigentlich schon mal anfangen. Habe gerade nach Pereira gesucht, weil das mein ursprünglicher Plan war. Mir ist aber aufgefallen, ich muss erst mal gucken, was ich für andere Spieler noch finde, beziehungsweise was für einen anderen Spieler ich bekomme. Wir suchen einen Goldspieler und es wird Viktor Fischer in Form. Bin nicht ganz begeistert von, geht nämlich in der Formation nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal neu machen und warten eine kurze Sekunde. Gehen wir auf Mindestpreis 150 und vielleicht jetzt ein anderer. Kevin Volland, geht schon wieder nicht. Das ist doch jetzt nicht wahr. Okay, 200. Und jetzt Edin Dzeko. Das schon eher, das ist interessant und das passt mit Pereira. Wunderbar. Dementsprechend können wir, würde ich sagen, einfach mal loslegen und starten in 3, 2, 1 und go. So, Edin Dzeko kommt neben seinen ehemaligen Sturmpartner Sergio Kun Agüero in die Sturmspitze. Ist natürlich auch eigentlich ganz interessant an sich, denke ich mal. Kann man auf jeden Fall so machen. So, nee. Transfermarkt, ja, von mir aus auch das, aber ich wollte eigentlich Dream Squad. Zack. So, damit können wir loslegen. Haben wir jetzt schon ein bisschen Zeit verloren, aber ist ja egal. Wir nehmen als Zehner Pereira. Ich denke mal, das erklärt sich von selber, warum ich den benutzen möchte, wenn ich ihn gerade schon gesucht habe. Ich finde, die Karte sieht einfach mega stark aus. So, ist zwar ein bisschen teurer, aber das nehme ich jetzt einfach mal auf mich. Gut, des Weiteren, habe ich keine Ahnung, was ich machen will. Wir brauchen einen Strong Link und zwar zu Edin Dzeko. Sprich, wir gehen in die Serie A und suchen uns Senad Lulic. Warum Senad Lulic, erkläre ich gleich. So. Zack. Okay, dann gehen wir zu Sead Kolasinac. Warum zu Kolasinac, erkläre ich gleich. Vielleicht, weiß ich nicht so ganz genau. Der ist natürlich kein Linksverteidiger, kein ZM, sondern Linksverteidiger. Zack. So. Wir können jetzt Ermin Bicacic nehmen. Dann wäre es aber nicht noch links wasted. Deswegen suchen wir nochmal einen neuen Innenverteidiger aus Bosnien. Vielleicht finde ich da ja noch einen. Und wenn nicht, muss ich mir eine andere Möglichkeit überlegen. Wir finden Sunjic. Na super. Der spielt ja gleich in Liga. Spalch ebenfalls. Super. Das läuft. So, wir haben hier Vranjes. Der sieht in Ordnung aus. An sich wäre das die Notoption. Aber Notnagel sind immer nicht ganz so super. Deswegen gucken wir nochmal weiter und finden absolut nichts. Schade aber auch. Das heißt, im Endeffekt werden wir wahrscheinlich auf den Türken zurückgreifen. Müssen wir immer so aus den aus der türkischen Liga. Kann auch nicht so schwer sein. Wie groß ist denn der? 1,85. Ja, ginge im Notfall. Aber wir gucken erstmal. Und zwar, wie die Links überhaupt sind in der Formation. Und sie sind genauso doof, wie ich mir gedacht habe. Außer. Nö, sie sind gar nicht doof. Okay, alles klar. Wir gehen als ZD. Nee, wir brauchen erstmal brauchen wir einen City-Spieler. Mit dem wir da weiterfallen. Manchester City. Fernandinho wäre eine Möglichkeit. Fernando auch. Ja, Touré geht nicht, weil Elfenbeinküste und weil Preis. Fabian Delph. Ginge, aber nicht gut. Zuccolini ist zu stark am linken und deswegen nehmen wir Fernandinho. Gut, haben wir ja leicht abgewegt. Brauchen wir einen Sechser, und zwar aus der Serie A, und er sollte Brasilianer sein. Ich habe Alan im Visier, und ich glaube, den werde ich auch benutzen. Melo. Oh, Melo und Alan. Oh. Der eine kann schießen, der andere nicht. Der eine ist 81 geratet, der andere nicht. Ich weiß nicht. Die sind beide mega stark, aber Melo kann schießen. Melo ist größer. Wir nehmen Melo. So. Gut, dann brauchen wir einen Innenverteidiger und zwar aus der Bundesliga und der soll sogar Brasilianer sein. Im Idealfall. So. Marcelo.
Marcelo. Hatten wir Zieler letzte Episode? Ich weiß es gar nicht. Aber sonst können wir Zieler Inform jetzt benutzen. Warum eigentlich nicht? Ist an sich ein super Keeper. Hat mir bisher gut gefallen. Dann wird er das jetzt auch weiter tun. Zack. So. Brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Und da dachte ich mir, können wir doch gleich nochmal benutzen. Wir sind noch nicht in der Liga. Thiago Silva. Thiago Silva. Habe ich auch noch als Loan-Spieler, weiß noch gar nicht, ob wir den schon benutzt haben. Deswegen machen wir es einfach jetzt mal notfallsweise. Zack. Und als Rechtsverteidiger nehmen wir dann Gregory van der Wiel. Dass ich immer die Position einstellen muss. Mein Gott. So, damit sind wir fertig. Und ich glaube, dass das Team auf volle Chemie kommen müsste. Ich stoppe den Countdown. Oder auch nicht. Oder auch doch. Und wir vervollständigen das Ganze mal eben. Und gucken, ob das geklappt hat. An sich glaube ich schon. Lulic. Ist immer mit diesem Umstellen, ne? So. Kolasinac. Marcelo. Zieler. Ja. Zieler. Silva. Van der Wiel, und ich sehe jetzt schon, es hat funktioniert. Das war mega easy eigentlich, also mega schnell vor allem auch. Und sieht an sich echt gut aus. Ich muss gleich nochmal durchzählen, aber ich glaube, das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Man hätte natürlich bei Dzeko einfach irgendeinen Spieler von Roma nehmen können und noch eine andere Nation reinbringen. Oder so, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Wayne aus Gründen. Und von daher habe ich sogar einen Verein, das ist ja der Hammer. Bin ich echt zufrieden mit diesem Team. Ist noch links wasted und hat 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 1, 2, 3, 4 Ligen. Ist, denke ich mal, in Ordnung. Ich baue das eben fertig und dann sehen wir uns gleich beim Gegner. So, Gegner gefunden und Gott sei Dank ist meine Aufnahme nicht komplett abgekackt. Wir spielen gegen norwegische Liga und schwedische Liga. Und ich habe keine Ahnung wieso, aber in Ordnung. Ja, ich muss das gerade ganz ein bisschen improvisieren. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme von der Facecam funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, ob die Tonaufnahme funktioniert hat und auch die von der Elgato, weil das hat so rumgeleckt und rumgebackt. Also zumindest im Aufnahmeprogramm selber, die Dateien sollten nicht beschädigt sein, aber abwarten und Tee trinken. Ja, auf geht's. Melo mit der ersten Chance, mir ist übrigens gerade aufgefallen. Das wäre auch eine super Deal-With-Episode gewesen mit Aguero und Dzeko. Quasi die Man City Title-Savers. Damals gegen QPR hat ja Dzeko das 2-2 gemacht und Aguero das 3-2 in der Spielzeit. Aber darauf bin ich jetzt erst gekommen und der Kopfball von Dzeko kommt hier nicht. Ball auf Aguero, der ist allein auf weiter Flur, macht das 1-0. Du brauchst mit dem, bei dem Finishing-Wert echt nur ein Fuß in 16er sein und der Ball ist im Kasten. So, Dzeko war da noch, naja, gut mitgelaufen sozusagen, aber den brauchst du halt auch nicht. Und Kjellqvist, was ein Name, kann auch nicht eingreifen. Das heißt, Mission erfüllt, Aguero hat getroffen. Zieler mit einer Weltklasse-Parade und ich muss sagen, mein Gegner ist auch kein schlechter Spieler, das merkt man schon. Alleine, dass der nicht quittet, ist logisch, aber dann auch, dass der wirklich bisher auch gar nicht mal so scheiße spielt und das, obwohl er das deutlich wackere Team hat, ist schon ganz nice an sich. Wieder der Ball auf Aguero, der ist natürlich schnell, schneller als Hamut. Geht in den 16er, Ball auf Dzeko, schade. Übrigens wollte ich mit der Aussage gerade nicht sagen, dass meine normalen Gegner schlecht sind. Oder, ja, mich nicht fordern würden. Das sieht man an meiner Statistik. Ich habe übrigens genau 82.000 Coins gerade. Und eine Statistik von 84 irgendwas Unentschieden und 38 Niederlagen. Das liegt aber auch daran, dass ich nur in der Liga spiele. Also wenn ich nicht gerade aufnehme.
Oh, schade. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, in der Liga erstens ist alles viel competitive, das heißt, die Leute spielen echt asozial, nutzen die Fehler vom Spiel gnadenlos aus und du hast halt wirklich nur Sweaty Bobs gegen dich, ne? Das ist in der Liga wirklich so. Und deswegen ist es zur Abwechslung mal ganz schön, gegen so einen Gegner zu spielen, weil warum Freistoß? Aber warum nicht halt, ne? Ist halt ganz cool. So, wir haben keinen Freistoßschützen. Das ist natürlich ideal. Thiago Silva mit dem besten Freistoßwert. Dann versuchen wir es so einfach mal. Viel zu hoch angesetzt. Okay, so viel dazu. Gut, Max weiß, wie man Freistöße schießt. Nicht. Ich hätte schwören können, dass er rübergeht. Ich hätte so schwören können bei dem langen Anlauf. Und dann geht er perfekt rein. Ja, danke, Thiago. Lieb von dir. Melo! Boom! Drin das Ding. Wunderbarer Schuss. Und ich habe gesagt, ich nehme den, weil er schießen kann. Und das kann er. Und das beweist er hier. Richtig gute Schusstechnik über den Kopf vom Verteidiger. Granqvist oder wie auch immer er heißt. Kann wieder nichts machen. Und wir führen 3-0. So, ich finde übrigens, weil unser Gegner gerade so freundlich gewartet hat, schenken wir dem Tor. Das muss auch mal sein. Das gebietet die Höflichkeit. Oh, was war das denn für ein Kopfball? Das war ja Urgewalt von Melo wieder. Aguero mit der Ecke. Und das Ding war richtig wuchtig. Nice, der gefällt mir, der Melo. Oh, Fallrückzieher von Silva wäre natürlich jetzt das i-Tüpfelchen gewesen. Das ist eine super Taktik, einen Ball rausschlagen und in der Mitte köpfen. Weil da rechnet erstens fast kein Gegner mit und zweitens ist es gnadenlos effektiv. So, Freunde, damit war das Spiel abgeschlossen. Gewinnen mit 4-1 gegen diesen, ja, auf jeden Fall ehrenhaften Gegner. Kann man nicht anders sagen. 2 Tore von Melo, einmal Aguero. Dzeko war es nicht vergönnt, Trevor zu erzählen. Dzeko mit einer 9, Quatsch. Melo mit einer 9,9, das habe ich auch seltenst gesehen. Außer das Spiel wurde am Anfang direkt abgebrochen. Da gibt es mal eine 10,0, aber 9,9. Respekt auf jeden Fall. Ja, ich denke, war auch verdient. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint, wie es jetzt weitergehen soll mit den 7-Minute-Squads, jetzt wo langsam keine Live-Spiele mehr da sind. Soll ich mal ins Kommentar Salavi machen, dem Inform, den ich gezogen habe? Oder wollt ihr auch nicht nur bei Deal With, sondern auch hier so ein paar Hidden Gems sehen? Und wie sieht's denn aus? Squad-Bilder von den Squads, mit denen ich so privat spiele. Habt ihr da Bock drauf? Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.